Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed 2, wo wir in der letzten Folge mit einer Kutsche ein bisschen nach vorne gerattert sind, also bis kurz vorher. Und jetzt erkunden wir noch ein bisschen dieses Örtchen und ja, gucken, was dieses kleine verschlafene Städtchen so uns zu bieten hat. Oder zu bieten gibt. Irgendwo, da war eine Kiste. Wollte gerade sagen, irgendwo habe ich eine Kiste gesehen. Gib mir die Kiste. Kiste, Kiste. So. Hier ist er. Gib mir mal die Schatzkarte von Bordi. Und die Schatzkarte von Magna. Die anderen haben wir schon alle, ne? Ja, so Gemälde kann ich mir auch was Schönes leisten. Was Schönes ist hier ein 32 Dollar Bild mit ein paar Nippelchen. Noch mehr Nippelchen. Noch mehr nackte Frauen. Und die Eva. Weine nicht, kleine Eva. So, haben wir die drei. 69, 69. Ich würde sagen, einfach aufgrund dessen, weil das der Preis so geil ist. Nehmen wir jetzt auch nochmal. Ein Vergnügen. So. Hab Dank für das Geschäft. Und wieder ist der Wert gestiegen. Sehr schön. Da ist eine Kiste, nehmen wir mit. So, und wir reißen das Ding ab. So. Bitte nicht ins Wasser springen. Das werde ich auch mal kurz plündern. Boah, gut, 75 besser als nichts, ne? Haben ist besser als brauchen. Und ich brauche es. So, oh, da oben ist eine Feder. Dann nehmen wir uns die Feder auch noch gleich mit hier oben. Die Ausgeburt der Hölle. Der Mörder. Woher weißt du, dass ich denn jemanden umgebracht habe? Noch habe ich hier keinen umgebracht. Ah, doch, habe ich. Ich habe ja die gut bei der Kollegseite gemordet. Okay, ich gebe es dazu, ich habe gemordet. Und da ist das nächste Assassin-Greiflein. Aber das machen wir heute nicht. Das da ich euch jetzt so wie es ist, das mache ich heute nicht. So, wir werden noch ein paar weitere Kisten sammeln nebenbei und uns langsam nicht unten, ne? Ja. Und uns langsam Richtung Missionsziel begeben. Ja. Und 66. Jetzt habe ich alles gesehen. Jetzt ist das Spiel verflucht. Jetzt werde ich sterben. Oder so. So, nächste Kiste. Yay. Aber ich muss aber, ich überlege gerade die ganze Zeit schon, auch im letzten Part. Jungs, ich nehme den Eingang, ja. Also ich weiß nicht, was er hier bewacht. Aber ihr macht es nicht gut. Könnt ihr mal bitte weiter hochkrabbeln? Dankeschön. Ihr, ja, was? Oh, der Bogen ist weg. Entschuldigung. Ich würde dich hinterher schmeißen, aber ich möchte eigentlich nicht jetzt das machen. Ja, ich bin weg. Siehst du? Siehst du mich nicht mehr? Ja? Gut. Finde ich schön, dass wir es verstanden haben. Da ist eine Kollegseite, da ist noch eine Schatztruhe. Da oben drauf, okay. Ja. Ich mache nicht so viel aus dem Mode, das muss gut sein.
So, da ist eine Kuriermission, da ist eine Attentatsmission. Jungs, ich muss hier mal. Die Regel ist, dass du tot bist. Okay. So. Ich will doch bloß die. Ich möchte doch bloß die kleine. Ich will doch bloß die Konigsleiter. Ja, du brauchst jetzt nicht das Schwert wegpacken. Du hast mit angefangen. Du bist mit dran. So. Ja, traurig, ich weiß. Ist das noch ein Aussichtspunkt? Das ist ein Aussichtspunkt. Okay, machen wir den. Hat jemand etwas gesehen? Was man mit Unruhestiftern macht, fragst du? Hast du gerade Boden gesagt? So, das ist dafür, dass du mich geschubst hast. Und das ist dafür, dass du mich nervst. So. Ich würde eigentlich noch was hochgehen. Kann ich mal ganz kurz irgendwie so rüberstiefeln? Nein, kann ich nicht. Irgendwie muss ich auch hier hochkommen. Ja, wo ist denn. Ah ja. Da ist noch eine Feder. Die will ich auch haben. Dass ich gut klettern kann. Oh, da ist eine Kiste. Ich sehe die Kiste, nehme ich sie erst mit. Dann vergesse ich die Kiste bloß wieder. Und außerdem lösen sich damit ein paar Icons auf der Karte auf. Das ist auch ganz gut. So, kann ich irgendwie hier hochkommen? Guck mal, die Fässer sind schon aus, ob man hier hochklettern kann. Aber ich kann da nicht hoch, ne? Gibt es hier keinen einfachen Weg hoch? Ich will bloß ein Türmchen erklimmen. Guck mal hier. Das sieht schon mal gut aus. Ja, nun geh hoch da. So, da hoch, hier ran, da ran. Das ist auch noch eine Feder. Hier will ich jetzt kurz noch rüber und nehme die Feder mit? Ja. Nein. Gesundheit. Danke. So, erstmal kurz ein bisschen inkognito machen. Alter, eine Stadtstreise sind doch auch nervig, bin ich ehrlich, ne? Eine Stadtstreise sind wirklich nervig. Weiß nicht. Was auch so eine witzige Nebenquest ist, diese Sammeln der, das Sammeln der. Der Federn. Ich finde dieses Federn sammeln eigentlich echt witzig. Im ganzen Spiel sammle ich 100 Federn. Einfach nur 100 Federn. Irgendwo willkürliche Federn. Die einfach irgendwo rumhängen. Und das nur, weil mein Bruder, das ist übrigens unsere Rätselaufgabe, die machen wir auch mal ganz als erstes. Sonst komme ich hier nicht hin. So, kann ich das so machen? Wo muss ich mich da ranhängen? Okay. Die ganze Federaufgabe. Drei Diebstähle, vertuscht durch die Morde. Menschen sehen nur, ob sie trainiert wurden, was die Organisation sie sieht. Hattrick, Daten freigegeben. Sie ließen jetzt wie einen Unfall aussehen. Houdinis Grab, okay. Er hätte sie fast besiegt. Gandhi. Gandhis Begräbnis. Okay. Zugriff verweigert. Die Wölfe sind auf der Jagd. Wo, oh wo?
6 ist gleich 1. Das heißt. Sag mal, kann man das Rad mal ein bisschen drehen hier? Die 6 ist gleich 1, dann ist die 8 eine 3, die 6 ist eine 1 und die 7 ist eine 2. Operation Neue Grenze. Das HQ hat grünes Licht gegeben, die Ressource auszubeuten. Die Verhandlungen sind vorüber. F plant, jedem seine Stimme zu geben. Mit so jemandem kann man nicht argumentieren. Ich schicke euch den Fahrer. Wir haben ihn in ES2 in unserem Labor trainiert. Er sollte keine Probleme machen. Die Route der Fahrzeugkolonie ist unten markiert. Nachdem das Ziel erledigt wurde, entweder von Oswald oder Z. Zumindest benutzt du ES1, um für Ablenkung zu sorgen. Lass eine Art Phantom an dem Ort erscheinen, den ich mit einem X markiert habe. Erschreckt die Leute. In der Verwirrung schnappt sich der Fahrer ES3. Ah, ESV. 18916. Das ist. Wait, das ist der. War das nicht der. Das Attentat auf Kennedy? So, wie sieht das Ganze schon mal aus? Ah ja, wir haben schon eine gute Hälfte. Ich weiß gar nicht, was das Attentat auf Kennedy? Ist das schon ein Fehler? Da haben wir schon einen Fehler. Mann, ich will doch bloß den Turm hier erklimmen. Warum sind. Nee, ich mach's den Fehler nicht. Ich mach's den Turm. Komm ich auch hier hoch? Nehmen wir den. Komm ich hier hoch? Ja. Nee. Komm ich hier rum? Ich muss doch besser. Ich muss den hochkommen irgendwie. Ja, doch hier, sag schon. Oh, irgendwie. Ich bin doch hier was. Hä? Ich komme. Oder von hier aus. Okay, wir sind mal da lang. Ah, hier lang. Okay, wir haben den Weg gefunden. Gefunden. So. Lass doch nicht alles tut, nur um einen Turm zu erklimmen. Wobei ich sagen muss, diese Ausdauer hätte ich definitiv nicht. Kann ich hier irgendwie ein bisschen hochstiefeln? Gibt es hier keinen Eingang in dieses Ding? Ah, doch, Rückseite. Ja, synchronisieren. So, was ich eigentlich sagen wollte, die Federn. Es sind einfach nur 100 Federn verteilt auf der ganzen Welt. Aber so grob, besonders sind die Federn auch nicht, ne? So, da ist etwas. Und da war auch. Ach, da drüben auf dem Turm ist noch was, okay. Ist da auch was hier in der Nähe? Nö. Kann ich auf dem Turm ja prüfen, so ohne weiteres mir ist hier nichts. Ja, von da, okay. So. Denn. Oh, hier liegen Leichen. Wer das auch immer war. La, la, la. So. Gut, dann machen wir jetzt. Da. Kumpel, bitte halt die Klappe. Zumindest was mich betrifft, halt die Klappe. Dankeschön. Ach, diese Stadtschreie sind echt nervig. Und ich komme in noch eine Feder. Ich nehme das Diebet, weil ich gerade direkt da vor Ort und ich einfach runterfalle. Kann man bitte mal da rüber? Danke. So. Feder. Kiste.
So, dann gehen wir mal rüber. Und aber hoch. Jetzt mal rüber und nochmal hoch. So. Dann gehen wir jetzt dahin noch die Feder mitnehmen. Ach wow, die Feder war direkt an hier von dem. Mit der Kiste, ja, toll. Ich wünschte, die Federn würden so einen kleinen Sound machen, so weiß. Ah, da ist eine in der Nähe. Was sind ihr beide? Okay. Komm schon, ich glaube da. Jetzt bin ich unten. Okay, jetzt ist egal. Jetzt renne ich hinten hin. Ach, Mann, Mann, Mann. Das ist alles nicht geil hier. Wo ist auch eine. Irgendwo ist auch eine. Kiste ist die. Da oben, vermutlich. Ich muss meinen Tagwerk unterbrechen. Du musst gar nichts unterbrechen. Keine Sorge, ich helfe dir dabei. So. Eigentlich will ich bloß ein paar Sachen sammeln. Jetzt bin ich noch hier am Looten. Also ich sammle alles ein, was ich zum Einsammeln finde. Das ist so meine Spielart und Weise, ne? Also für alle, die es noch nicht gemerkt haben, ich renne willkürlich durch die ganze Gegend, sammle alles ein, was ich sehe, nehme mit, was ich mitnehmen kann. Und die Nebenmission wird erst weit, weit, weit später kommen. Auch bei RPGs, wenn ich mal irgendwann die Skyrim Let's Playen oder generell ein Fantasy-RPG oder ähnliches Let's Playen soll, tja, rechnet damit, dass das Spiel gefühlt dauert, ewig dauert. Hä? Okay, Junge, das sah ein bisschen anders, was wir gemacht haben. So aus wie Ausdruckstanz. Ausdruckstanz auf zwei Ebenen. So, ich will eigentlich die Kohlexseite mitnehmen. Denn der war ich auch schon vorhin interessiert. Wait, hier war noch eine Feder. Ich würde sagen, irgendwo war hier noch eine Feder. Dankeschön. So, jetzt haben wir wirklich schon mal 21% der Federn. Was bei 21 von 100 nicht allzu schwer zu rechnen ist. So, dann wollen wir mal rüber zur Codex-Seite. Wo ist die? Die ist auf jeden Fall nicht auf der Seite, sondern da. Okay. Die muss ja irgendwo hier sein. Oh, da drüben. Oh, jetzt haben wir unsere erste Rüstung kaputt gemacht. Oder unser nächstes Rüstungsteil ist kaputt. Dann werde ich wohl gleich mal ganz kurz Richtung Arzt gehen müssen. So, Dankeschön. Gut. Gut, da haben wir. Haben wir denn irgendwo einen Schmied in der Nähe? Rein zufälligerweise, den ich mal ganz kurz behelligen darf. Oh, du warst bloß 6. Du warst bloß 6 Textilien, ne? Ich glaube, bei dir kann ich bloß 6 Textilien ändern. Beutel, ne, okay. Ja, obwohl, das ist noch zu eng gekommen. Hitze kommt besser. Was gibt es denn so schönes? Kastanienbraun, Stahlgrau, Ebenholz, Elfenbein, was ist Ebenbein? Gut, wir behalten unsere grüne Farbe bei. Mal Platz. Du bist ein Freund. Okay, wann hast du Geburtstag? Und gibst du mir 10.000 Euro? Ich muss aufpassen, ich springe echt überall runter. Hier in der Umbus, da ist die Kiste. Da, Jungs. Sicher, dass ihr das wollt, Jungs. Das ist ein Gruppenkeil oder was? Ein paar
Also muss ich mir vielleicht einen Ausdruck suchen. Feiern jetzt hier, meine Güte, das hat ja nervig. Ich wollte bloß die Kiste klauen. Oder mitnehmen, oder was auch immer. So, ja. Ich brauche jetzt einen Schmied. Ich renne eigentlich die ganze Zeit dumm und dämlich willkürlich irgendwo lang. Die Schmiede ist natürlich genau auf der unteren Seite. Mann, das war noch Aussichtspunkt. Also ich sehe, wir werden hier nicht so viel vorankommen, wie ich gerne wollen würde. So, komme ich hier auch irgendwo lang? Hier ist schon mal Wasser. Ja, warte mal, ich kann gerade wegfahren an Ort, ne? Ah, okay. Dann rennen wir jetzt zu den Spieler. Dann passt das auch. Oh, da ist auch ein Spiel. Nehmen wir den. Der ist näher dran. Okay, so, dann komm jetzt sicher hier. So, repariere meine ganze Rüstung. Dankeschön. So, kann ich noch was Neues kaufen? Metallischer Armschutz. Das ist nicht aber die Hälfte des Volkes, ne? Ja. Ah, das braucht man nicht dringend. So, Waffen. Keine Großball, die besser ist. Brauchen wir nicht. Kleine Waffen. Ah, okay. Berauscht erstmal nichts weiter. Ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich würde jetzt eigentlich Richtung Missionsziel rennen. Ja, wir rennen Richtung Ziel. Wisst ihr was? Wir rennen jetzt Richtung Mission. Auf dem Weg da nehme ich alles mit, was ich mitnehmen kann. Ja, und damit kann ich auch hier ins Bild. Irgendwo ist. Ach Jungs, hier unten. Ich werde mal kurz eure Kiste bei seinem Plünder. Ne, gut, tschüss. So, wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Hauptmission. Also nehmen wir zum nächsten Missionsziel. Und werden da dann einfach auf dem Weg alles einsammeln. Und dann ist da, denke ich mal, auch für uns gut. Oh, wir haben Musik. Schön. Machen wir erst nach vorne. Das könnte eine Schlägereiaufgabe sein. Da ist wieder ein Kurier. Konnte mir entlang. Bestimmt lieber. Oh doch, er kommt hier lang. Mich bekommst du nicht. Nein? Ich will dich aber haben. Nein, ich bin. Ach Mann. Oh, ich bespringe die nächste Frau. Oh. Gut. Ich belasse es dabei. Jetzt den auch hinterher verfolgen. Das lassen wir mal bleiben. Ja, keine gute Idee. So, wo ist der nächste Aussichtspunkt? Da. Also Aussichtspunkte brauche ich auf jeden Fall schon mal. So, das wird eine Prügelaufgabe da wahrscheinlich sein, wie die Frau hier oben steht, aber das machen wir dann eventuell im nächsten Part. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Kann man mal ganz kurz hier. Dankeschön. Das ist schön, dass du zu Besuch bist. Besuch ist immer schön. Ich habe auch gern Besuch. Nächste Kiste. Oh, 570 mal drin. Nice. Das war auch eine gute Kiste. Aber welche? Jetzt hier drüben.
Ach, Leonardo senden. Aber woher weiß Leonardo, dass ich hier bin? Ich bin gefühlt 100 Meter von ihm entfernt. Er sieht mich vielleicht jetzt gerade hier umstehen, wenn er gut gucken kann. Oh, eigentlich auch nicht, ne? Das ist irgendwie so komisch. Leonardo. Was ist das? Warum ist da ein Kreis? Na, doch, Schlägerei-Aufgabe. Schlägerei-Attentat. Wir haben noch 5 Minuten. Ich könnte eigentlich schon ein bisschen was machen. Wir machen jetzt den Aussichtsturm hinten auch noch in die Pakistan-Ecke. Denn ist, denke ich mal, auch soweit auch hier alles. Und dann gucken wir, ob wir uns in der nächsten Folge schon mit Leonardos Wunsch beschäftigen. Oder quasi die Hauptstory weiter vorantreiben. Oder ob wir vielleicht ganz und gar noch vor die weiter auskundschafteln. Noch weiter looten. Also ich bin immer so einer, ich sammle gerne alles ein und mache dann irgendwann die Nebenaufgaben. Auch bei Assassin's Creed, Odyssey und Origins und Valhalla. Jedes andere Fragezeichen, was ich sehe, nehme ich erstmal mit. Und dann irgendwann gehe ich gemütlich zur nächsten Hauptquest, wenn wirklich nichts mehr in der Nähe ist. Und wenn ich dann in dem Gebiet bin, mache ich die Hauptquest durch. Und dann geht es weiter mit der nächsten Sammelaktion. Also ich bin bei diesen Spielen eigentlich, was das angeht, schlimm. Ich sammle alles, was geht, nehme alles mit, wenn möglich. Jedes Fragezeichen, jede Aufgabe, alles. Jede Nebenaufgabe. Das ist genauso schlimm wie in Skyrim. Wenn ich in Skyrim bin, Beispiel, ich fange das Spiel an und ich will eigentlich nur zu einem Ort. Ich sage bewusst, ich gehe zu diesem Ort. Gehe zwar in die Richtung, aber auf dem Weg hin, oh, guck mal, da ist eine Höhle und da ist noch eine ein Dungeon und da ist nochmal ein Turm und eine Burgfestung und da ist noch ein Lager davon da und da noch was und da noch was. Und den so renne ich zigtausend Mal hin und her. Weil ich jedem x-beliebigen Dungeon, Höhle, links, rechts reingehe, bevor ich dann irgendwann in den Ort der Sache bin, wo ich bin will. Und wenn ich denn da bin im Ort, nehme ich eine Aufgabe an, die mich mir weit woanders entführt. Ja, und auch da bin ich dann wieder auf dem Weg, links und rechts, überall, da ist noch was, da ist noch was, da ist noch was, da ist noch was. Also ich bin, was das angeht, schlimm. Ich bin, was das angeht, echt schlimm. Gebe ich zu. Ich kann mich nicht so darauf fokussieren, auf einen Punkt, wo ich sage, da mache ich das mit, da mache ich das mit, da mache ich das mit. Ich nehme da mit und dort und überall. Ich bin, was das angeht, richtig schlimm. Also seht's mir nach, wenn dieses Let's Play vielleicht länger als andere Let's Plays seiner Art sind. Also andere Assassin's Creed Let's Plays in dem Fall. Mensch, Leonardo, ich sehe dich gerade noch nicht mal von hier aus. Ich weiß nicht, wo du steckst. Ich weiß nur, dass du hier irgendwo steckst. Hallo Jungs. Ich werde mal ganz kurz eure hochheilige Kiste mitnehmen. Weißt du, was ich auch machen werde? Ich werde dich jetzt noch kurz plündern. Naja. Ich meine, gut, dieser Tod. Mehr Geld, der eh nicht mehr, ne? Oh, du warst ganz gut. Du bist der Erste, der aber angeht. Ich weiß nicht. Schwimmen da schon oben? War das so? Ja, okay. Manaboard, Manaboard. So, hier nochmal ganz was plündern. Wunderflori. Hey, das ist Auf jeden Fall hatte der eine mehr als der andere. Finde ich gut. Aber hat das Schiff mehr als die anderen, als die beiden. Ach, Leonardo, ich weiß doch, wo du bist. Aber ich werde jetzt nicht zu dir. Ich werde jetzt nicht zu dir kommen. Vergiss es. Also nicht jetzt. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist Feierabend. Jetzt ist Part vorbei. Ach, ja, okay. Gut, wir sind jetzt hier angekommen. Ich habe jetzt die Ecke hier oben nochmal kurz leer gefegt. Oh nein. Korrektur, ich habe es noch nicht leer gefegt. Da ist noch was. Ach, ich erinnere mich, dass es eine Aufgabe gibt, wo die Katharina auf der Insel irgendwo auf irgendeiner Insel sitzt und da nicht runterkam.
wenn ich mit dem Schiff lang kutschen musste. So habe ich, glaube ich, kennengelernt, die Dame. Das kommt, glaube ich, jetzt nur gleich hier. So. Ja, ich lasse dich da drüben stehen. Ich bleibe jetzt hier, sage danke fürs dabei sein. Und dann hören und sehen wir uns im nächsten Part. Wenn ich eventuell mit dem Ende reden werde. Oder wir weiter vorliegen machen, ich weiß es nicht. Ich sage auf jeden Fall danke fürs dabei sein. Und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao.